Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Sabotage auf der Karte Palast des Administrators. Es ist die Rückrunde des letzten Gefechts, was wir auf der Seite der Rebellen bestritten haben. Und dort die Runde gewonnen haben. Denn wir waren nie in und haben ordentlich gerockt, ordentlich den Shit gerockt. Und dieses Mal müssen wir das gleiche tun auf Seite des Imperiums. Und es wäre echt mega schön, wenn ich eine... Ja, das ist schon mal echt... Das erste. Sabotage, 5000 Einsatzpunkte. Ja. Landos Hand freigeschaltet. Die X8, das ist die neue Waffe. Die zweite der neuen Waffen, die es gibt mit diesem DLC. Das ist die erste Sache, die ich euch sagen wollte. Und wenn ich jetzt noch 4 Kills bekommen würde als Held, wenn ich gleich irgendwie ein Heldenobjekt finden würde, das wäre echt mega gut. Denn... dann können wir auch noch was weiteres freischalten. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber dann kriege ich eigentlich auch noch irgendwas freigeschaltet. Meine Jungs machen hier richtig Druck gerade. Ich würde eigentlich gerne warten am Objective. Guckt euch den da hinten an. Aber mein Team möchte lieber hier vorne hingehen und sterben. Da kommen sie, glaube ich, rechts alle rein. In die Tür. Hä? Von wo? Okay, die kamen den Fahrstuhl darunter. Krass. Da lebt aber noch einer. Ach nee, da gibt es eine Treppe und einen Eingang. Okay, da gibt es auch noch einen Eingang. Crazy shit. Okay. Wenn wir unserer hübschen wipeden Snipe-Shot... oder so ähnlich folgen. Thermaldetonator. Aber es ist mir egal, denn es ist von meinem Teammate. Dem ich voll den Frag gerade geklaut habe, denn es wäre sein Thermaldetonator-Kill geworden, auf jeden Fall. Aber so habe ich mir den geholt. Zack. Hier die Ladung hole ich mir auch noch. Und dann geht's weiter an die Front. Schön alles verteidigen. Ich gucke erstmal hier mir einen kleinen Überblick verschaffen, wo die Gegner kommen. Ich bin ja voll scharf auf ein Heldenobjekt, wie gesagt. Die Gegner haben auf jeden Fall ihre Helden. Das heißt doch eigentlich, dass bei uns auch gleich ein paar Helden spawnen müssten, oder? Ein paar Heldenobjekte. Das wäre voll gut. Ah, schöner Impuls. Deaktivieren, das möchte ich natürlich gerne tun. Aber da ist Lando und noch andere Helden und noch andere Leute. War nicht so schlau, da einfach reinzulaufen. Da war ich zu geil drauf auf das Entschärfen. Weil ich muss natürlich noch entschärfen. Ich muss, glaube ich, insgesamt noch 4-mal entschärfen und... ich weiß es nicht genau. 4-mal entschärfen und 4-mal zünden, glaube ich. Ich sammle mal hier in der Wahl so ein paar Ladungen ein. Und Held würde ich natürlich gern werden. Weil das mit dem Generator aktivieren, das wird wahrscheinlich ewig dauern. Das ist eine Sache, da musst du wirklich Glück haben. Lass die Rebellen nicht in die Nähe eines unserer. Na klasse, Generatoren. Der Held ist hier, der gegnerische. Entschärf diesen Sprengsatz. Schon Lando, zeig dich. Oh, was ich dem für einen Schaden mache. Jetzt gehe ich sogar den Helden jagen. Ah, aber dann gibt er mir einen One-Shot und mein Kollege holt ihn jetzt bestimmt. Ja, wusste ich's. Ah, weil er 4% hat. Und dann deaktivieren sie sogar noch das Ding, was ich ja wohl hier im... mir am meisten verdient hätte. Ja, ob das so schlau war, jetzt da bei meinem Teammates zu spawnen, wage ich auch zu bezweifeln. Das war eigentlich richtig dumm von mir. Naja, egal. Hauptsache ein bisschen Action gemacht, ein bisschen Skywalker geschädigt. Ich würde jetzt aber gerne den Reaktor da deaktivieren, das wäre echt super gut. Was ist denn da gerade eingeschlagen? War das ein, kann eigentlich nur ein, wie nennt sich das? Dieses Dreifachgeschoss da. Wie nennt sich das nochmal? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ja, auf solche Range, das war dann doch ein bisschen zu viel Range. Das schafft es dann nicht mehr. Aber solche Ranges, da sind eigentlich kein Problem. Und da kommen die auf einmal zu viert um die Ecke. Was ist das? Was sind das für Krebelköpfe? Oh,
Teammate springt einfach mal da runter. Ja, er hat hier ein Schild. Überall sind Gegner. Haben wir das jetzt ausgeschaltet hier? Ich glaube ja, ne? So, aber hier sind noch überall Helden am Start. Wahrscheinlich da oben. Oder vor der Tür, ich weiß es nicht. Draußen sind auf jeden Fall auch noch einer, der mir in den Rücken schießen will. Und ja, da kommt der. Mit dem ekelhaften Streugeschütz. Ja, was will ich da machen? Ich war halt gefangen. Ich war halt da in der Zange. Aber dich hole ich mir. Rache, Junge. Rache ist Blutwurst. So, haben wir jetzt hier alle. Oh, da kommt da Nier-Numb. Der hat nicht mehr viel HP. Den könnte ich mir holen. Wo ist mein Partner? Okay. Ich weiß ungefähr, wo Nier-Numb ist. Der Rebellenabschirm hat fast keine Zeit mehr. Haltet eure. Wir machen das auf jeden Fall richtig gut. Das muss man sagen. Wir halten hier wirklich lange die Generatoren. Das sieht nicht so schlecht aus. Das war mal richtig knapp. Das ist Nier-Numb. Ich höre ihn. Der Feind ist in der Überzahl. Wo ist der? Ist der unten? Oder oben? Den hole ich mir, den Arsch. Der Generator ist auf jeden Fall deaktiviert. Nein! Ja! Partner ausgeschaltet! Spitzenspieler sogar, ja, weil er Nier-Numb die ganze Zeit rumstylt. Aber ich wäre auch gerne ein Held. Ich sag's ja immer wieder. Natürlich bin ich auch so der Held des Teams, auch wenn ich nicht als Held agiere, wie wir auch hier wieder sehen, obwohl ich nur 11 zu 9 habe. Aber ich wäre gerne einer von den Guten. Ich wäre gerne Dengar. Da hätte ich richtig Bock drauf, jetzt eine Runde Dengar zu zocken. Ach komm schon, ich laufe 5 Minuten hier hin, um dann zu sterben. Ach, richtig Glück gehabt, ey. Das passiert nämlich mir so oft, dass ich irgendwo hinlaufe zum Objekt der Begierde, in dem Fall der Generator, zum Verteidigung, und dann sterbe, weil mich irgendein Blötschkopf, so ein Camper-Blötschkopf dann angreift. Okay, da hinten wird gecampt. Dann laufe ich doch mal nach hier. So, und hier könnte richtige Action abgehen. Da hinten, den müsste ich deaktivieren. Da werde ich wahrscheinlich aber eh nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Okay. Das ist doch ein bisschen weit entfernt für mich, für meine Waffe. Aber hier könnten jetzt gleich ein paar kommen, die ich umziehen kann. So. Leute, wo seid ihr? Seid ihr alle faul oder was? Seid ihr pennen oder was? Ist hier gar nichts los mit euch? Ach, meine eigene Birne ist im Weg. Ich sehe gar nichts. Okay, das ist zu weit weg. Die kriege ich down, aber dauert wahrscheinlich zu lang. Da kriege ich selber zu krass auf die Fresse. Ich laufe mal wieder zum Verteidigungspunkt C. Der letzte Generator, den muss ich noch halten. Denn dann hätten wir die ganze Sache hier gewonnen. Ein Heldenobjekt, da wäre ich noch scharf drauf. Mache ich eine schöne Umgebungsbombe hier dran. So. Ah, die ist richtig dumm positioniert. Oh, das war richtig schlecht von mir. Die hätte ich besser hinter dem Generator platziert. So sitzt ja jeder Idiot. Kommen die von da oben? Ja. Okay, wo sind die Rebellen? Das ist jetzt die Frage. Von wo kommen sie? Den habe ich. Von hier kommt noch ein Held. Ach, leer. Ah, oh, nein, da kommen jetzt richtig viele Rebellen. Und der eine hat mich dann auch noch so ganz richtig dumm gestunt. Also richtig gut gestunt. Jetzt wäre ein Partnerstart nicht schlecht. Jawohl, Partnerstart. Wo läuft mein Partner denn hin? Der muss hier Druck aufbauen. Helfen, Junge, helfen. Keine Angst. Druck, Junge, Druck.
Alles wegrasieren hier. So. Sieht doch ganz gut aus. Ach, von links bis auf der Treppe ist ja auch noch einer von denen. Ah, den habe ich gar nicht gemerkt. Da war ich so fixiert auf den Typen, der da an dem Geschütz steht. Und der holt jetzt alle. Boah, das war richtig guter Heilungsbonus gerade. Nein, komm schon, deaktiviert ihn einer. Ja, es hat ihn tatsächlich noch einer deaktiviert. Wie nice. Und wir haben dadurch die Runde gewonnen. Wie gut. Das war die Rettung, Junge. Das war mal endlich einer von den Leuten, wo man sagen kann, er hat es zwar wahrscheinlich nur gemacht, um sich selber Punkte zu holen, aber... es hat das Team gerettet. Liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.